Moin miteinander und ein recht herzliches Willkommen zur 19. Folge von Uncharted 4, A Thief's End Remastered Let's Play für die PS, nicht für die Playstation, gibt's auch für die Playstation, auch für die PS5, für die PS4. Nein, ich meinte aber für PC. Ja, Freunde, es geht wieder los in der letzten Folge, absolut kranke Folge, hat mich übelst am Fast and Furious erinnert. Übelste Fettverfolgungsjagd, schaut es euch gerne an, mehr will ich jetzt erzählen und ja, mal gucken, wie es weitergeht, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Motel. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus Quod Licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also... Es ist wohl doch so, wie es aussieht. Das ist so geil. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es... jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst,
Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf ihr nach. Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Oh, Alter, mir fehlen die Worte, ey. Fuck. Kapitel 12. Aufsehen. Hey, Nathan! Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Okay, also jetzt halt auf Bootssteuer. Oh, naja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Nun ist da eine Insel. Such nach irgendwas Menschengemachtem. Meinst du von Piraten gemacht? Klar. Oder? Naja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas wie eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Nave, da oben! Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Okay, gut, gucken wir uns doch mal hier um. Hier auf der tropischen Insel, Alter. Ja, weil, Digga, die Krebse, halt's mal. Finden wir einen Weg zum Turm? Ja. Krebse einfach, alles klar. Die Details, Freunde, die Details.
Cooles. Lieber da, ja. Digga, eins plus eine Schwerte, muss man ja echt mal sagen. Ja, das sieht gut aus. Schön. Danke. Ah. Okay, wie sind wir? Eine Art Tür oder so. Zu einer Kammer? Eine Riesenkammer, um einen Riesenschatz aufzubewahren? Bestimmt nicht. Nicht bei seinem Ego. Wo immer Avery den Schatz deponiert hat, wird es prachtvoller sein als überall sonst. Und er wird deutlich besser geschützt sein. Klingt logisch. Mal gucken. Also diese Aussichtspunkte, wo man eben tatsächlich die Natur genießen kann und allem drum und dran. Ah, ja, geil. Geil. Ja, okay. Wollen wir mal rübergehen über die Brücke? Ah, oh, der raus. Haben die Piraten gut gebaut? Ja, ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Ja, ich kann mal kurz hier rumlaufen. Mal kurz ein bisschen abchecken, ob hier noch irgendwas ist. Hey, das ist so ein geiles Spiel. Ich bin mal gespannt, ob Last of Us 1 und Last of Us 2 auch remake wird für PC. Wenn, dann werden wir es definitiv auch jetzt spielen. Genau. Okay, dann mal rauf. So. Okay. Sammy, kommst du mit? Hoch! Hier lang. Oh, Oh, Neven. Nein. Oh, Digga, ich bin noch ein Abzutoni. Aber unterschätzt die Steuerung. Jetzt heißt mich ja wieder um. Aber unterschätzt ja, die Steuerung, was du meinst. Ja. Das ist PC, das ist schon was anderes. Was ist das jetzt für ein Zeichen? Was hat das für eine Bedeutung? Irgendein Symbol. Ein Symbol? Spachende Fackel. Okay. Mach das doch weg hier. Hallo. Ein Kompasspfeil? Oh. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hin zeigt, hm? Komm, das Boot ist gleich da unten. Yep. Gespannt auf Wraiths Männer auch gleich wieder hier sind und auf uns ballern. Eine Waffe haben wir. Naja, mal gucken. So, wir können glaube ich auch hier runterrutschen, ne? Hui! Hui! Ich bin hier aus dem Boot. Hä? Wir haben das Boot auf der anderen Seite gelassen. Ach so.
wieder zum Boot und auf die andere Seite. Dann machen wir das doch. War echt geil, dass die komplette kleine Insel irgendwo im Pazifik, Atlantik, was auch immer, nachgebaut haben. Also finde ich wirklich geil. Ist das Boot noch da? Ja, es ist noch da. So. Und der Pfeil zeigt jetzt nach da drüben, ne? Also hier drüben. Rüber. Zur Insel. Oder was? Ja. Hier drüben, okay. So. Sam? Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Hey, schau, da drüben ist noch ein Pfeil. Ja. Hey Nathan, wir kommen vom Kurs ab. Okay, so. Oh, falsch. Das ist falsch, okay. Der Pfeil hat ja in die Richtung gezeigt. Wir gucken jetzt mal hier auf der Kirche. Okay, Pfeil. Nathan, pass auf! Das ist hier ein Zeichen der Pfeil, aber ich finde das jetzt nicht spannend. Hier ist. Oh, da ist ein Schatz. Den wollen wir uns mal kurz holen. So, hier ist ein Schatz, den holen wir mal. So, ein paar Schätze übersehen, nur ein paar. Anhänger des Pumas. Okay. Hinweis. Ja. Ja, Hinweis. Funktioniert nicht, okay. Müssen wir mal wieder zu unserem kleinen Abenteuer? Das Wasser sieht so geil aus. Ich bin doch auf mehr. Dankeschön. So. Wo geht es jetzt lang? Ist die Frage. Ach, da ist der nächste Feuer. Okay. Ja. Der zeigt. Doch. Zeigt da in die Richtung. Ist hier irgendwas? Also geradeaus. Ja, geradeaus da weiter. Oh. Und da hat er uns doch wieder zurückgeschickt. Irgendwie wird schon ein Weg nach oben führen. Ich sehe noch einen Pfeil. Aha, wie lang? So. Aha. Aha. Fuchs muss da sein und ein bisschen Schwanz muss da haben. So. Dann wollen wir mal hier hoch.
Mann. So. Ach, Digga, welchen Schatz bin ich jetzt hier hochgeklettert oder was, Alter? Bitte mich verarschen. Perlische Ledernotiz. Umschlag. Bam, Digga. Dachte ich jetzt weiter vielleicht. Aber irgendwie doch nicht. Gut, wir fahren mal hier weiter. Hier durch. Aha, hier rein. Fahren wir mal da rein. Und was denn? Höhle, Stufen. Sieht vielversprechend aus. So, kann ich auch so. Okay. Dann wollen wir mal. Da komme ich nicht hoch. Aber ja, vielleicht. So. Zum Glück hat niemand diesen Ort gefunden. Das wäre die einzige Touristenattraktion. Da werden die Boote hier ran und dann da hoch. Und dann irgendwie gerade auch. Mal gucken. So. Wir parken mal das Boot mal um. So. Dann. Komm, Nathan. Hoch. Hoch! Los. So, jetzt. Okay. Gib schon zu. Das ist ziemlich cool. Was? Die Klippe hochzuklettern? Ja! Eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern? Im Ernst jetzt? Klar. Ich find's cool. Ich find's verdammt cool. Ja, ich auch. Mein Gott, hallo! Aha. Jetzt. Sind wieder im Geschäft. Okay, warte. Ich muss das Boot nicht zu Tode stürzen. So. Und runter. Ja. Wow, subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für ihn, was? Na, er hatte das Geld. Der kann, stimmt's? Ja, stimmt, der kann. Und? Zählt das jetzt als prachtvoller als überall sonst? Kann man so sagen. Komm, geh mir näher ran. Nee, nur um so ein Schatz liegen. Alter, wie viel ich da hinten mischt, ey. Okay, da oben durch den Schatz. So, hoch. Diese komischen Punkte. Da ist ein Performance-Probleme. Ja, naja. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist oder ob das nur bei mir so ist, jetzt auf PC spielen. So Bronze, die Kante, Schnabelschale. Okay. Genau, weiß ich nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, die Leute, die das auf PC spielen, ob die das auch so ja, ein paar Performance-Problemchen bekommen. Also jetzt hier so. Hier. Das aussieht wie Konfetti ein bisschen. Aber könnte mir sagen, gar nicht mehr reinschreiben. Nicht, dass es der einzige ist verbindet. Dann sollte ich mir vielleicht Gedanken machen. Genau. So. Gut.
schau mal. Oh, guck, der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Ja. Schon wieder. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wir müssen einen Weg herumfinden. So, vielleicht hier lang. Tja. So, hoch her. Ah, aber hier wird ganz schön viel mittlerweile. So. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Los. Hey, komm durch. Ja, klar doch. Okay. Mann, ziemlich viel heben und kriechen, was? Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Seilbrücke, dort. Aha. Interessant. So. Na komm. Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Sam! Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay, ja. Jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Sam, was entdeckt? Sam, hey, bist du noch da? Gott, verdammt. Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Ach Mensch, ey. Helden hat der Taschenzettel, aber mein Gott, ey, wirklich. Tut mir schon ein bisschen leid, du. So. Ich glaube, dass das mal nicht kaputt geht, ja. Was schon hier oben? Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Okay, dann spring rüber. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Okay. Aussicht. Du sagst es. Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört. Wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja. Los. Okay. Mal gucken. So, das muss hier alles sein. Und ist da was? Ein Moment. Ja, hab was. Kann ich darüber schwingen, Digga? Ich muss noch da drüben, ich weiß es nicht. Ja, nee, sieht nicht so aus, ne? Ach, Digga, schafft er bestimmt. Ui! Ui! Ach, komm, Digga! Was ist jetzt der richtige Weg hier? Ich hab keine Ahnung, du.
offenbar nicht durch. Hm. Was für ein Zufall. Super gearbeitet. Ah, Digga, komm, lass mich doch mal durch hier. So. Also irgendwie muss es doch hier runtergehen. Das ist darüber schafft, ich weiß ja nicht. Also wir können es versuchen, aber ich bin nicht so sicher. Habe ich gerade gesehen, okay. Ist schon richtig, aber wir können es ja nochmal zum nächsten Zell rüberschwingen. Okay, ja, man muss auch mal ein bisschen gucken. So. Zell ran hier. Mach doch mal das Scheißzell hier ran. So, genau, hier runter. Jetzt können wir hier irgendwo uns gleich wieder ranschwingen. Da, genau. So. So. Hä, warum geht das jetzt? Ich darf doch noch Kuh, Digga, hä? Hier lang. Ah, guck mal, sieht das schon mal aus. So, komm. Rüber. Perfekt. Hier unten ist ein Pfad. Super, ich bin hinter dir. Palapo. Okay, so, jetzt haben wir ihn. Manchmal gar nicht so einfach, ja. Schon echt krank aus. Muss man ja mal sagen. So, kommen wir da hoch hier. Wie geht's dir? Gut, und dir? Falscher Weg. Dann vielleicht darüber. Irgendwo. Aua. So. Schöner Sprung. So. Hoch! Sam, hier rein! Okay! Hier. So, mal ein bisschen rüber heute hier. Obwohl, am Anfang war es ja schon so viel nach Schock. Okay, wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg. Okay. So, check mal erstmal den Turm ab. Wie konnte das hier niemand finden? Freue mich auch. Die Türme sind doch ein bisschen offensichtlich, finde ich, oder? Oder das jetzt mal. Schatz. Automatischer. Was ist automatischer? Okay. Na gut. So, jetzt hier geht's nicht rein. Damals im Waisenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je so was Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. So, dann ist hier oben. Wow, 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 wow. Oh, nee, ja. Größte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, was für die größte? Sam, komm hier herum. Heilige Scheiße! Jawohl! Kommst du klar?
Ja! Kinderspiel! Wow, was ist das alles? Okay, Freunde, aber ich würde sagen, wie es hier weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ja, gerne den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Gerne meinen zweiten Kanal abchecken, den Schulz Live-Kanal oder den Jenko Live-Kanal. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Gerne Discord und Insta abchecken. Ne? Auch alles in der Videobeschreibung. Da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Schulz. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.